gar kein Problem. Jetzt ist nur die Frage, wie töte ich diesen Typ? Das Zeugs da oben ist viel zu schmal, da kann ich definitiv nicht ausweichen. Das mit an seinen Eiern kleben hat irgendwo ganz gut funktioniert, aber irgendwie auch nicht. Ah ja, da ist der... Naja. Ja, genau, natürlich. Ach du meine Fresse, Alter. Wenn der mich jetzt da runterbamst, ne? Okay. Oh! Als ob. Als ob mir der hier hochgefolgt ist. Aber ey, ehrlich gesagt, das ist die viel bessere Arena wieder unten. Aber ich verbrauche so viel Ausdauer. Okay, niemals nach links ausweichen. Bruder, wie wär's, wenn du einfach mal... Okay, nie wieder nach links ausweichen. Das ist etwas, was man nicht tun sollte bei diesem Boss. Dann geht's aber ab hier. Also, da oben ist definitiv der bessere Ort, um zu kämpfen. Da muss ich halt ein bisschen wegrennen von den Dingern. Aber das passt ja, ist okay. So. Zack. Gute Nacht. Benutze das Goldharz, um deinem Schwert Blitzschaden zu geben. Ist aber nur für kurze Zeit. Okay. Bekomme ich das wieder, wenn ich sterbe? Wahrscheinlich nicht, ne? Gut, Freunde, bin ich ready? Bin ich wirklich ready? Ich würde gerne noch ein paar Kleinigkeiten austesten hier, ne? So, was haben wir denn hier? Schwertgriff, Morgenstern, Speer, Flügelspeer, Talisman, Rundschild, Holzschild, Dreieckschild, Ja, ehrlich gesagt, das Langschwert ist schon das Beste, was ich habe, aber braucht halt auch, glaube ich, viel Ausdauer, ne? Ich weiß halt nicht. Alright. Let's do this. Will ich mich heilen mit der... Na, komm. Renn, Junge! Taurus-Dämon. Der gute alte Taurus-Dämon. Er folgt mir und will mich vernichten. Aber ich werde ihn vernichten. So, kann ich ihn direkt hitten? Das wäre geil, wenn ich jetzt nicht sterbe, weil ich das versuche. Nope, natürlich geht es. So, das ist tatsächlich erster, zweite Bossgegner in Dark Souls. Ja. Oh, zum Glück kriege ich meinen Shit wieder zurück. Ich frage mich, ob ich mal zurückgehen soll, um mich mal zu leveln, weil ich glaube, das sind 2-3 Level, ne? Aber ey. Das heißt, dass du mit Einmenschlichkeit deine Aushöhlung, wie du momentan aussiehst, umkehren kannst, um menschlich zu werden. Hat aber eher nur was dann mit Online zu tun, da du nach dem Tod die Menschlichkeit wieder verlierst. Achso, ich bin gar nicht mehr menschlich. Ah, darum bin ich so hässlich, Alter. Ah. Warte mal, ich kann ein Bonfire erst dann entzünden, wenn ich menschlich bin? Indem ich Hülle umkehren drücke? Interesting. Wie wäre es, wenn ich einfach sprinte und so schnell wie es geht da nach drüben gehe? Funktioniert das? Taurus-Dämon. Wäre aber dann langweilig, ne? So, Brudi. Jetzt wirst du geflext. Jetzt gibt's kein Pardon mehr.
Ich verstehe das nicht. Du kannst nach rechts oder nach links ausweichen, es juckt den Jungen nicht. Das Ausweichen bringt nichts in diesem Spiel. Wie willst du, was willst du denn ausweichen hier bitte? Das ist so dumm. Ich habe versucht auf links auszuweichen, ich habe versucht auf rechts auszuweichen, ich habe sogar versucht nach hinten auszuweichen. Das klappt alles nicht. Der Typ hat viel zu lange Range. Das lohnt sich überhaupt nicht. Kann man so ein Riesending überhaupt blocken? Ist das das Geheimnis? Den Typen muss man blocken? Also kann man nicht sterben, wenn man ausweicht? Weil dann ist alles klar, Digga. Bei Monster Hunter ist es so, dass du trotzdem, wenn du ausweichst, getroffen wirst, weil du keine Unverwundbarkeit hast. Es gibt eine Fähigkeit, die macht das. Aber normalerweise, wenn du ausweichst, bist du nicht unverwundbar. Sondern du musst halt wirklich out of range rollen. Wenn es hier einfach nur so ist, ja, du musst einfach in dem Moment... Oh wow, ich kann nicht zurück, ne? Geil. Wenn es hier so ist, ja, du musst einfach in dem Moment, wo du angreifst, musst du einfach rollen, egal wohin, und du bist ausgewichen, dann, Bro, easy. Aber ich habe das Gefühl nicht. Ja, und je schneller du rollst, desto besser. Ja, du hast Unverwundbarkeit während... LOL! Ja, sag mir doch sowas! Ich habe mich extra richtig auf Abstand gehalten die ganze Zeit. Bro, jetzt gehen wir rein! Jetzt gehen wir rein in den Osho! Schau mal. Zack, zack, zack. Schon ein, zwei Hits. Oh, das war zu früh. Oh, ja, das war viel zu früh. Oh oh, oh oh. Ja, schlag doch. Oh, okay, das war zu spät. Dein fucking Ernst? Ja, gut, aber ich mache jetzt nicht mehr alle Gegner, um ehrlich zu sein, weil die... Oh, Bruder, jetzt mach doch einmal den fucking Hit gerade, Alter. Ich schwör's dir, warum misszielst du immer so krass, Alter? Ja, die Erfahrung ist weg. Und das ist mein letztes Flakon. Und das heißt, wir werden jetzt wieder easy sterben. Aber weißt du was, jetzt versuche ich den Kampf mal da unten, weil wenn das Ausweichen einfach, ne, unverwundbar macht, dann kann ich das genauso gut auch hier machen, weil dann brauche ich keinen Platz. Dann kann ich einfach in seinem Hit rumrollen. Ohne Probleme. Ja, da macht es keinen großen Unterschied, ob ich viel Platz habe oder nicht. Na, Digga, schlag doch! Dein Ernst? Warum macht er das jetzt? Und trotzdem trifft er mich. Okay. Ich bin durch seinen Schlag durchgerollt, aber gut. Oh, das war zu früh. Oh, 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 wobei. Der gute alte Taurus-Dämon, Alter. Kann ich den Boss blocken? Oder ist es dann... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich von so einem Kolossen Hit blocken kann. Aber ey, maybe ist es die Solution und ich blocke die ganze Zeit nicht, weil ich irgendwie denke, ich muss jetzt hier komplett die ganze Zeit ausweichen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man sowas blocken kann. Ja, kann man. LOL. LOL, als ob man so eine Scheiße blocken kann. Kannst du aber, wirst genockbacked. Okay, Bruder, easy.
gut, dann probieren wir es mal mit Blocken. Ich gehe jetzt nur da hoch, damit ich, falls ich mich heilen muss, runterspringen kann. So. Jetzt will ich mal gucken. Aha. Dein Ernst? Bro, willst du mich verarschen? Bro, willst du mich verarschen? Dieser Boss ist ja ultra easy mit dem Block. LOL. Okay, ich meine, man wird genockbackt und alles, aber man verliert auch ein bisschen Leben, das muss man auch sagen. Aber es ist definitiv worth. Okay. Bro, come on. Okay, das war nicht gut. Dieser Gegner ist nichts. Ich habe gedacht, man kann sowas nicht blocken. What the fuck? Das macht das Ganze um 1 Milliarde Mal einfacher. Guck mal, jetzt ist er gleich wieder down. Bro, das ist ja nichts. Dark Souls ist ja nichts. Oh oh. Warum erzählt mir das niemand? Warum lasst ihr mich 50 Mal an dem Boss verrecken? Nur um mir beim 51. Mal irgendwie die Frage zu beantworten. Yo, kann man das blocken? Holy shit, Alter. Die Frage ist, wie gut kann ich zu ihm springen? Easiest game of my life. Was zum Teufel? Was zum Teufel hätte das? Ne? Was soll das? Pff, okay. Ja, hätte ich gewusst, dass man hier blocken kann, Digga, hätte ich das beim ersten Mal geschafft. Easy. Easy. Ey, ich dachte halt safe. Never kannst du solche Hits blocken. Never. Da verschwendest du deine Zeit. Ey, wir hätten 10.000 EP gehabt, ne? 13, 14, 15.000. Mittlerweile schon. Aber gut. Ich meine, Erfahrungen müssen gemacht werden. Wir nehmen den Krieger mit Schild und blocken nicht. Ist natürlich sehr gut. Pass auf, Gegenstand. So, große Seele. So. Kann ich jetzt mal wieder... Oh, Bruder. Vielleicht ein Bonfire oder so, maybe? Versuch's mit Mut. Ist das ein Gegner? Ah, hello. You don't look hollow, far from it. I am Solaire of Astora, an adherent of the Lord of Sunlight. Now that I am undead, I have come to this great land, the birthplace of Lord Gwyn,
to seek my very own son. You find that strange? Well, you should. No need to hide your reaction. I get that look all the time. Aha. Okay, ich meine, wir haben immer noch 7 Flakons. Das ist mehr, als man normalerweise haben kann. Von daher dürfte die jetzt dieses... diese Brücke nicht allzu große Probleme bereiten. Ja, ne? Wie ist der gestorben? Der ist weggerannt und ist verreckt. Okay, gut zu wissen. Ja, ich geh da mal hier runter, ne? Ich geh da mal hier. Hallo? Versuch's mit Distanzkampf. Versuch's mit Schweif. Ja, der ist gestorben, als er hier durchging, ne? Aha, ist das wieder so einer? Bruder, als ob... Mach mal jetzt nicht diesen, Junge. Du hast noch ein fucking Leben. Chill deine Base. Ja, wenn ich jetzt hier irgendwie sterbe, ne? Bis ich wieder hier bin. 50 Milliarden EP. Nee, 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 nee. Machen wir nicht. Komm her. Ich hab echt keinen Bock, dass du mich jetzt gleich da runterschmeißt. Komm her. Hopp. Gut, nein. Ist da drin ein Bonfire oder was ist da? Gott, Digga. Ekelhaft ist. Lange kommt hier kein Bonfire mehr. Ich habe jetzt eine ganze Stage geklärt und einen Boss gemacht und es ist nirgends ein Bonfire, weit und breit. Versuch's mit Einzelkampf. Was wäre passiert, wenn ich weitergegangen wäre? Hätte der Drache mich verbrannt? Ist das der Weg, den ich gehen muss? Uff. Nope. Oh. We ain't doing that shit. Du hast schon eines übersehen. Muss ich zurück nochmal? Nehme ganz stark an. Ah ja, nee. Nope. 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 Hail the fuck now. Zurück in den Raum unter der Brücke.
Gut, ich nehme an, ihr meint nicht diesen Raum. Sondern wahrscheinlich eher diesen Raum. Pass auf, Schleichweg. Oh nein, jetzt bin ich wieder hier. Oh, es ist ekelhaft. Aber jetzt ist da eine Leiter. Okay, zum Glück. Holy shit. Gut, aufsteigen. Beweglichkeit, würde ich sagen. Und Stärke. Oder so. Ja, oder... Ja, komm, Vitalität. Okay, aber das ist ganz gut, weil hier an diesem Bonfire bekommen wir 10 Flakons. Das ist okay. Warte mal. Weißt du was, wenn wir gerade schon hier sind... Hallo, I'm back, Birchus. Wie einen Flakon trinkt, alle. Warum sind hier eigentlich alle tot? Warum bin ich tot? Warum bin ich ein untoter kleiner Bastard? So, hallo. Zack. Ich werde jetzt hier ein bisschen... XP farmen, also was heißt farmen, einfach ein paar wegschnetzeln, weil mit 2000 Erfahrung, oh, vielleicht soll ich mal versuchen, den Ritter da unten zu machen, den Dark Ritter, bekomme ich viel crazy Stuff von dem? Das wäre doch mal noch interessant zu sehen, oder nicht? Kannst halt auch nicht ausweichen, diesen blöden Werfer, ne? Den Drachen kannst du mit dem Bogen von unter dem der Brücke beschießen. Ah, der klärt die Lore auf in dem Game. Verstehe. Geringe Chance, dass dein Schwert droppt, aber der ist immer zu stark. Zu stark. Wenn er das Schwert kriegt, ist GG. Ich weiß nicht, soll ich das mal probieren? Ich meine, jetzt haben wir ein paar Flakons mehr, ne? Junge, freut mich, dass du hergefunden hast. Guck mal, was ich habe für dich. Ein Schwert in dein Gesicht. So, wie viel Prozent des Spiels habe ich schon? 30? 40? So, Bruder. Jetzt wirst du gespankt, Junge.
Okay, der ist halt schon sehr... Ja, moin. Na, Digga, schlag doch zu. Was bin ich denn für ein Trottel, Alter? Ich fick den jetzt. Ja. Oh. Das war nicht gut. Leute, ich mach den easy. Ihr habt mir nur sagen brauchen, dass ich Leute wie den blocken kann. That's it. Ups, hup. Oh oh. What? Der hat auf einmal geturnabt, Alter. Aber der ist nicht so schnell, der ist nicht so krass, wie ich gedacht habe. Den kann man auf jeden Fall killen. Kommt der andere noch? Glaub nicht, ne? Der hat keinen Bock mehr. Nope, der hat keinen Bock, Torino. Oh, wow, wow, wow. Du lebst noch? Krass, ich hab den das Schwert durch den Rücken gerammt und das hat den nicht gejuckt, ne? Der hat dann frisch fröhlich weitergelebt einfach. Ja gut, ich muss da runter, weil die sehen mich so oder so. Oh mein Gott, Digga. Naja. Wie ich den jedes Mal vergesse. Ja moin. Wieder stressen, Alter. Ey, das ist wieder so lächerlich. Also mit dem Langschwert blocken ist echt nicht das, was man tun sollte, ne? Warum trittst du den nicht? Ja, danke. Das wollte ich die ganze Zeit machen, schon beim anderen. Junge, 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 Junge. Gut. Let's go. Auf ein neues. Bruder, jetzt chill mal. Oh mein Gott.
Alright, man. Ja, es ist halt, wenn der Typ nicht staggert, ne? Dann ist es schon irgendwie ein bisschen komisch. Aber gut. Oh Gott, und dann jumpt er wieder in die fucking... Ja, was will ich denn machen, wenn ich jetzt nicht wegkomme? Das ist so dumm. Ohne Witz. Also... Locke die ganze Zeit und hab Hälfte Ausdauer. Hm. Ja. Alright. 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 Ich hab scheinbar nicht das Movement für den Jungen, keine Ahnung. Also, I don't know. Wir holen uns jetzt noch die XP und dann gehen wir weiter. Was macht der wieder? Verfehlt wieder hart, ne? Verfehlt wieder hammerhart, dieser Junge. Zu tänzeln und zu backstabben. Ja, das habe ich versucht, aber teilweise kommst du dann echt in ekelhafte Lagen. Ne, so betreffend Kamera und so, wo du nicht mehr wegkommst. Du kannst ausweichen und der wirft dir das Teil nach und dann ist Feierabend. So, jetzt wieder hoch hier, 50 Jahre lang den töten. Und dann hier runter. Hallo. Hallo, Mister. Schön ins Gesicht. Und. Oh, das wollte ich nicht. Hoppala. Das wollte ich, guck mal. Hui, schön ins Gesicht. Und auch dem. Ja. Außer, dass du nicht verfehlen sollst. Optimalerweise. Hui! Gut, ich schätze mal, wir haben 3000 Erfahrungen oder so. Soll ich nochmal probieren? Ich meine, ich kann ja abhauen im schlimmsten Fall. Kann ich den jetzt nicht backstabben? Scheinbar nicht. Folgt der folgt mir tatsächlich. Das ist gut. Das ist okay. Haben wir ein bisschen mehr Platz hier oben. Ich kann auch den ganzen Tag das hier machen. Dann machen wir ihm immer 15 Damage. Oh, das war zu früh. Oh. Ganz langsam, Junge. Oh.
Junge! Ja, das war so wieder eine Waste, ne? Er kriegt mich halt jedes Mal genau dann. Ich roll um ihn rum, er folgt mir und killt mich, anstatt dahin zu schlagen, wo ich war. Also im Boxen will ich mal sehen, wie das jemand macht, Alter, mit so einem Positioning. Der rollt einmal um dich rum, 360 Grad, und du folgst ihm komplett, so wie so ein fucking... Wie nennt man die? Aimbots. Ja, wenn du unter Druck kommst und dann heilen musst, dann wird's ekelhaft, ne? So. Wir holen uns unsere EP ab und dann geht's zurück. Ich bin noch nicht stark genug für den Herrn. Hallo. Oh, natürlich. Ah, na, 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 na. So funktioniert das jetzt aber nicht. Jungs und Mädels! Nein, Digga, fick dich, Alter. Verpiss dich, du Bastardensohn, Junge. Ohne Witz, da hätte ich schon wieder einen Hass bekommen auf diesen Bastard. Holy Banoli, Junge. So, die da oben holen wir uns auch noch. Ist halt schon wieder sowas, ne? Der eine. Überlebt mit einem fucking Leben. So wie der hier. Du denkst, er ist tot, gehst weg und dann killt er dich fast, ey. So, der Ritter kann keine Leitern hochklettern. Geh aufs Dach und wirf Brandbomben auf ihn. Interessante Idee. Ich habe 12 Brandbomben. Nein! Ja, GG. In welcher Welt? Hä? Warum kann ich das nicht ausrüsten? Wie in jedem normalen anderen Spiel auch. Benutzen, ablegen. Hä? Muss ich ins Inventar, um eine Brandbombe zu werfen, oder wie? Ist das jetzt deren Ernst? Was ist das für ein Kampfsystem? Also ist das jetzt for real? Jetzt, also ohne Scheiß jetzt, man muss ins Inventar, um ein Wurf-Item einsetzen zu können. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Okay. Ah ja, das macht 40 Damage. Soll ich alle meine 10 Brandbomben da wegschmeißen? Gut.
Ah, das war scheiße. Ey, dieser Typ heilt sich so verdammt langsam, Mann. Da rennt ein schwarzer Ritter auf dich zu, ne? Und du denkst dir so, holy bro, what up? Aber Hauptsache, richtig lange brauchen beim Heilen. Also manchmal easy ausweichen, aber manchmal, Digga. Mach mir einen Gefallen und weich aus, danke. Oh, Brudi. Okay, ich habe noch drei Flakons, den habe ich jetzt. Diesen Pisser. Na, komm. Ach du Scheiße, Digga. Oh, Brudi, 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 Brudi. Ah, komm. Wir spielen safe. Tschüss, Bruder. Hau rein. War schön mit dir. Was habe ich bekommen? Irgendwie einen grauen Brocken? Oder so? Gut, wir gehen zurück mit 5700 EP. Alles ausgelöscht hier. Puh. Alright. So. Aufsteigen. Ey, die Kondition ist echt gut. Ne, Kondition ist super. Stärke, ja, könnten wir auch noch ein bisschen mehr gebrauchen. Was ist eigentlich... Ah, okay. Egal, was wir stärken, man braucht immer mehr, egal, ob wir ein niedriges Attribut ballern. Okay, verstehe. Gut. Alright. Alrighty then. Dann gehen wir zurück. Schade, Schwert nicht bekommen. Ja, irgendeinen grauen Stein haben wir bekommen, aber das ist okay.